Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. DLC das Schattenerbe. Und wie versprochen, wir werden uns heute an den Ältesten ranwagen. Wir haben ja in der letzten Folge einen neuen Hinweis entdeckt und ja, werden wir mal schauen, ob wir den da knacken können. Aber ich denke schon, dass wir den knacken. So, wo ist er denn da vorne? So, Bildabgerät an und dann los geht's. Schauen wir, wie viele Schiffe der wieder begleitet wird. Da sind schon ein paar. Aber okay. Von einem Schiff begleitet auf jeden Fall. Aber es dürfte auch nicht das Problem sein. Okay, dann haben wir auch wieder den Ältesten. Schauen wir gleich ins Menü rein. Und tot ist er. So, da haben wir hier den nächsten gleich. Bereit zum Enthüllen. Was wir nicht ehrlich gewinnen können, nehmen wir uns im Geheimen. Ist es nicht die Mutter von dir? Wie fasst du aus? Ich weiß es nicht mehr.
Sie ist hier oben. Okay. Und dann schnecken wir uns die gleich. Und somit haben wir dann auch alle Ältesten, außer halt den Endboss. Ist klar, das ist natürlich die Tochter von der einen. Die haben wir natürlich noch nicht. Die werden wir uns aber für ganz zum Schluss aufheben, würde ich sagen. Dabei will ich halt noch alle Quests nebenbei machen und vielleicht auch noch schauen, dass ich so weit wie möglich mit den Trophies noch komme. Also ich denke mal, 3 Folgen, 4 Folgen könnten es schon noch werden. Und dann heißt es wieder warten, Leute, bis zum nächsten DLC. Aber da kommen noch einige andere gute Spiele. Also, der Stoff geht uns nicht aus. Ich habe da so viele Spiele rum, die ich nicht mal aufgemacht habe, weil ich einfach nicht dazu komme. So. Wo sind die jetzt? Da unten ist die alte Hexe. Wollen wir die gleich wegballern können, damit hier nicht wieder 5000 Leute stehen. Wahrscheinlich wird die wieder extrem gut bewacht werden. Irgendjemand folgt mir. Kopfgeldjäger jagt dich. Kann ich das Kopfgeld wegmachen? Oh, wer war denn das für einer? Pythias der Maler. Wir sind immer noch im Rang S1. Also, es waren jetzt noch keine großartigen anderen dabei. So viel zu dir und deiner komischen Maske. Okay, das war jetzt total unspektakulär. So, Kultistin. Jetzt fehlt uns doch die hier. Hinweis, ein Hinweis fehlt uns noch. Okay, ja, das ist halt sie, das ist klar. Quest. So, wir brauchen jetzt noch 5 Söldner. Ruhe vor dem Sturm, neben Quest. Töte 5 Söldner, ja. Der hier wäre mal geil, wenn wir den finden würden. Gut, dabei könnten wir uns aber... Hier ist nichts. Wir könnten dann natürlich hierher gehen. Ja, machen wir das gleich. Natakas gleich treffen. Dann haben wir das auch weg. Da will ich ihn schon treffen. Komm, wir gehen mal hierher. Gehen wir einmal durch die Stadt durch, weil hier irgendwo muss ja der blöde Söldner sein. Den wir noch brauchen. Also brauchen wir noch mehr, aber... Die müssen ja irgendwo sein. Kann ja nicht sein. Wir markieren uns hier trotzdem.
Okay, ha, genau das wollte ich. Da sind sie. Gut, dann haben wir den auch gefunden. Dann schnappen wir uns den gleich. Ah. Ich schätze mal, wir dann auch gleich bei dem den Hinweis für den nächsten bekommen. Aber wir speichern jetzt mal schnell. Entsandte Söldner. Muss ein hohes Kopfgeld sein. Aha, jetzt kommen nämlich diese Blöden. Oh, ernsthaft? Muss ich schon wieder zu der Festung? Erymanthus-Gipfel. In einem Dorf beim Erymanthus-Gipfel. Zusammen mit einem weiteren Söldner. Okay, das ist ein Zweier gespannt. Erymanthus-Gipfel, das ist hier. Na komm, machen wir das gleich mal. Einem Dorf. Warte mal, hier muss denn irgendwo hier unten sein. Okay. Und also zwei Söldner. Und wir hatten schon mal in der Stadt ziemlich die erste Folge von dem DLC. Hatte ich auch mal zwei rumrennen sehen. Die sind immer zusammengerannt, die zwei. Ist das Bura da unten? Ja.
Da ist er. Der hat ja Felde gelassen. Tja, das wird hart jetzt. Das sind nämlich zwei Söldner. Wir speichern nochmal lieber schnell. Will ich mir aber erstmal angucken. Epic. Normaler. Ach du Scheiße. Alter Schwede! Okay, sollen wir anders machen. Wir müssen. Wir schauen mal, ob wir die Wache rechts am Eingang von dem Grundstück dort, ob wir die vielleicht mal gleich rausziehen können. Weil dann geht uns die nicht auf den Sack. Ah ja, wir gewone-shotted. Oder gewone-hitted oder so. Aber wir haben Gott sei Dank kurz davor abgespeichert. Ich hoffe, das lädt jetzt auch wieder richtig. Und das war jetzt nicht mal der Epic, das war der normale. Okay, war da eigentlich den hier? Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Müssen dem Orkan die Söldner ausgehen. Jemand, der vom Orkan angeheuert wurde. Ha!
für eine Lame-Taktik, aber egal. So, Viehzeug in den Dinges. Schauen wir doch mal. Questies, wie viel haben wir jetzt hier noch? Okay, wir brauchen noch einen. Dieser ist in der blöden Festung wieder mal. Lala. Okay, hilft nicht. Wir müssen noch mal zu der Festung, Leute. Da haben wir die Quest nämlich abgeschlossen. Hier kommt man gar nicht irgendwie schneller hin, gell? Man muss eigentlich hier rüber. Okay, hilft nicht. Wir müssen nochmal dahin, Leute. Nur noch dreimal dahin gerannt jetzt. Da vorne ist er. Also gleich oben stehen, oder? Ich mache mich unsichtbar. Normalerweise dürften hier gar keine Gegner mehr sein. Der wird ausgeschaltet. Schon wieder mal. Ja, wahrscheinlich sind die jetzt resettet. Nein, mach es aus!
Quest abgeschlossen. Ja, ich muss sagen, der Bogen gefällt mir immer besser. Gut, Leute, damit würde ich sagen, wir machen jetzt auch an der Stelle einen Cut und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Hauptstory. Nebenquests-mäßig müsste ich eigentlich alles haben, glaube ich. Also geht es eigentlich mit der Hauptstory weiter. Und zwar, die machen wir dann irgendwann mal. Sprich mit der Reise über den Plan noch her. Wir könnten eigentlich jetzt dann zum Nataka gehen. Oder Natakas. Genau. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.